das Evangelium, die letzte Offenbarung. Diese Röhre kann krönen und stürzen. Präsidenten, Päpste, Premierminister. Diese Röhre ist die gefährlichste, furchterregendste, gottverdammte Macht in dieser gottlosen Welt. Und wehe uns, wenn sie je in die Hände falscher Leute kommt, Freunde. Wenn die zwölftgrößte Gesellschaft dieser Welt, die gefährlichste, furchterregendste, gottverdammte Propagandamacht in dieser gottlosen Welt unter Kontrolle hat, wer weiß, welche Scheiße uns von diesem Sender als die Wahrheit verkauft wird. Wir können nur weiterhin Geld machen, wenn die Welt in Flammen steht. Aber damit es funktioniert, dürfen die Menschen das nicht wissen. Wir haben spezielle Auslöser erschaffen. Den Anschlag auf das World Trade Center, den Anschlag auf die Londoner U-Bahn, Massenvernichtungswaffen. Eine Bevölkerung, die in ständiger Furcht vor Terror lebt, stellt keine Fragen. Unser Wunsch nach Krieg wird der Wunsch des Volkes. Also hört mir zu! Hört mir zu! Das Fernsehen ist nicht die Wahrheit. Das Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rummelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Das Gewerbe ist da, um die Langeweile zu vertreiben. In den ehemaligen Vereinigten Staaten hat sich der Bürgerkrieg sogar bis zum Mittleren Westen ausgebreitet. Wissenschaftler schreiben den Trinkwasserengpass den Niederschlagsmangel der letzten zwei Jahre zu. Das Ministerium rechnet mit einer Verteuerung der Trinkwasserbezugsscheine. Die Polizei nahm heute 9 Leute fest, die unter wirklich nicht zu fassen, die Scheiße. Gegen die Vogelgrippe gehortet zu haben. Außerhalb der Quarantänezone sind 27 Menschen an einem neuen Krankheitserreger gestorben. Glaubst du, die Leute kaufen uns das an? Warum nicht? Unsere Aufgabe ist es, Nachrichten zu melden, nicht welche zu erfinden. Das ist Aufgabe der Regierung. Sehen Sie, Furcht ist die Rechtfertigung. Furcht ist Kontrolle. Furcht ist bares Geld. Es ist keine Pandemie dafür nötig, dass sich die Menschen impfen lassen. Nur die Angst vor einer Pandemie. Oh Mann, von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen euch alles, was ihr hören wollt. Wir lügen wie die Teufel. Wir erzählen euch, dass Kojak immer den Killer erwischt. Und dass nie jemand Krebs hat bei Archie Bunker zu Hause. Und egal, wie tief der Held in Schwierigkeiten steckt, keine Angst, schaut nur auf die Uhr. Am Schluss der Sendung wird er gewinnen. Wir erzählen euch jeden Scheiß, den ihr hören wollt. Und was heißt das jetzt? Dass sie uns einzeln totspritzen wollen? Nein, dieser Impfstoff ist nur ein Teil eines größeren Plans. Manchmal muss man ein paar verdorbene Äpfel aussortieren, um den Rest zu retten. Wie viele Äpfel? Und wer entscheidet, wer geht und wer bleiben darf? Sie? Nachdem bekannt wurde, wie tödlich das Virus ist, hat das CDC empfohlen, dass sich jeder testen lassen soll, damit die Regierung feststellen kann, wer geimpft werden muss. Durch Überprüfung der genetischen Marker. Der Nächste? Sie wollen von jedem die DNA haben. Die wissen ganz genau, wie sie uns manipulieren können. Die Medien bombardieren uns mit Nachrichten über Epidemien, Pandemien. Also rennen wir los und wollen eine Impfung, die uns davor schützt. Darauf verlassen sie sich, auf unsere Berechenbarkeit. Auf die menschliche Natur. Das ist wohl kalkuliert. Nach dem 11. September waren die Menschen bereit, die NSA alle erdenklichen Daten über sich sammeln zu lassen, solange es Sicherheit bedeutet. Und nun sind alle sicher vor einer neuen Bedrohung. Nur ist das dieses Mal eine Krankheit anstelle von Terrorismus. Ich steige damit in ein Sprühflugzeug am Denham Flugplatz. Dann überfliege ich eine Fläche von 90 Quadratkilometern und versprühe das Virus. Das wiederhole ich. An 4 anderen bislang noch nicht genannten Orten auf der ganzen Welt. Haben Sie Bedenken, dass wir ein tödliches Virus freisetzen? Wir haben einen Impfstoff. Bis der greift, werden viele sterben. Und Sie hätten sie getötet. Aber ich hätte die Menschheit gerettet. Es ist eine einfache Rechnung. Sobald die DNA aller Bürger in der Datenbank des Gesundheitswesens gespeichert ist, muss man nur noch aussortieren. Aussortieren? Und zu welchem Zweck? Um den nächsten großen Filter passieren zu können. Und was für ein Filter ist das? Unsere eigene barbarische Geschichte. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da Tag für Tag, Abend für Abend. Alle Altersgruppen, Hautfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an, den Blödsinn zu glauben, den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. Was immer die Röhre euch auch sagt, ihr tut es. Ihr zieht euch so an, ihr esst so, ihr erzieht eure Kinder so. Ja, ihr denkt sogar wie die Röhre. Auch wenn man den Schlagstock anstelle eines Gesprächs einsetzen kann, werden Worte immer ihre Macht behalten. Worte lassen einen Sinn erschließen und für die, die bereit sind zuzuhören, formulieren sie die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass etwas in diesem Land ganz fürchterlich im Argen liegt.
nicht an. Sie haben ihn konzipiert, Sie wollten ihn narrensicher, Sie wollten jeden Fernseher in London erreichen. Grausamkeit und Ungerechtigkeit, Intoleranz und Unterdrückung. Wo man einst die Freiheit zu widersprechen besaß, zu denken und zu reden, wie man es für richtig hielt, hat man nun die Zensoren und Überwachungssysteme, die einen zur Konformität zwingen Kameras. Und zur Unterwerfung. Wir brauchen Kameras. Wie konnte es dazu kommen? Wer hat Schuld? Worüber haben wir in der letzten Stunde gesprochen? Picard! Über den Vertrag von Versailles. Wir wurden gezwungen, England und Frankreich Milliarden und Abermilliarden für sogenannte Wiedergutmachungen zu zahlen. Was wozu führte? Kuhn. Zur großen Inflation von 1923. Die das schwer geprüfte deutsche Volk zur Armut verurteilte? Während von wem riesige Gewinne gemacht wurden? Keller. Von ausländischen Spekulanten, Herr Lehrer. Wer einen Schuldigen sucht, der muss nur in den Spiegel sehen. Ich weiß, warum ihr es getan habt. Ich weiß, dass ihr Angst hattet. Wer hätte das nicht? Krieg, Terror, Krankheit. Myriaden von Problemen haben sich dazu verschworen, eure Vernunft zu manipulieren und euch eures Verstandes zu berauben. Das ganze Gehirn weggelutscht. Wenn ihr also nichts gesehen habt, wenn euch die Verbrechen dieser Regierung auch weiterhin unbekannt sind, dann schlage ich vor, dass ihr den 5. November unbemerkt vergehen lasst. Aber wenn ihr seht, was ich sehe, wenn ihr spürt, was ich spüre, und wenn ihr strebt, wonach ich strebe, dann fordere ich euch auf, an meiner Seite zu stehen, heute in einem Jahr vor dem Eingang des Parlaments. Und dann bescheren wir ihnen einen 5. November, der nie und nimmer vergessen wird. Kontrolle. Es geht immer nur um Kontrolle. Jede Diktatur hat eine Obsession. Und das war's. Es begann am Ende des 20. Jahrhunderts. Von da an ging alles bergab. Die Leute bauten. Sie bauten Maschinen und Autos, Autos und Autos. Man fabrizierte eigentlich nur Dinge, die überflüssig waren. Alle wollten alles haben und man kaufte und kaufte. Im antiken Rom gab es Brot und Spiele für die Leute. Die Bevölkerung wurde mit Unterhaltung bei Laune gehalten. Den Regierungen war das recht, denn sie wollten die Menschen vom Denken abhalten. Sie sollten so einfältig sein wie die Leute im alten Rom. Aber andere Diktaturen nutzen andere Strategien, um Ideen zu kontrollieren. Das Wissen. Wie machen die das? Ihr plant das Ende der Zivilisation. Zerstört alles Leben auf diesem Planeten. Ihr seid stehen geblieben im 19. Jahrhundert. Sie reduzieren die Bildung. Sie begrenzen die Kultur. Zensieren Informationen. Sie zensieren jede Form individueller Ausdrucksweise. Es ist wichtig, das nicht zu vergessen, dass dies ein Muster ist, das sich in der Geschichte immer wiederholt. In ein paar Tagen rufe ich entweder Paul oder einen der anderen an. Dann werde ich einen Befehl geben, den nur ich kenne. Und in etwa 90 Tagen wird diese Person die tödlichste Grippe freisetzen, die Welt je gesehen hat. Alle werden den Impfstoff wollen. Alle werden sich Janus freiwillig injizieren. Es wird Chaos herrschen, ja. Aber in weniger als 100 Jahren werden auf diesem Planeten nicht mehr als 500 Millionen Menschen leben. Und dann gab es die nächste Katastrophe auf der Erde. Die Bevölkerungszahl explodierte. 8 Milliarden Menschen im Jahr 2000, über 30 Milliarden ein Jahrhundert später. Da gab es viel Elend. Und Spannungen. Und so entstanden eine Menge kleiner Kriege. Man sagte den Menschen, sie sollten ruhig aufeinander losschlagen. Und so kam es, dass jeder dachte, dass immer der andere daran schuld ist, wenn etwas nicht funktioniert. Sollten Sie jemanden kennen, der Krankheitssymptome zeigt, ohne zum Arzt zu gehen? Sind Sie dazu verpflichtet, dies sofort Ihrem Bezirkskrankenhaus zu melden? Nichtmeldungen von Krankheiten Ihrer Liebsten werden mit Geldbußen, Gefängnis und möglicher Quarantäne bestraft. Ihre Gesundheit bedeutet Volksgesundheit. Viel Vergnügen mit dem Film. Wenn die Spitze eines hierarchischen Systems sich nicht mehr in Übereinstimmung befindet, wenn die Autoritäten sich streiten, gibt es keinen unbedingten Gehorsam mehr. Sind viele Ihrer Testpersonen bis 405 Volt gegangen? Im Durchschnitt leisten 63% der Testpersonen unbedingten Gehorsam. Das heißt, dass sie das Prinzip des Experiments voll akzeptieren. Damit will ich sagen, sie gehen bis 450 Volt. Das würde also bedeuten, dass auch in einem zivilisierten Land mit einer liberalen und demokratischen Verfassung
zwei Drittel der Bevölkerung ohne zu fragen und ohne zu überlegen alle Befehle ausführen würden, die sie von einer übergeordneten Macht bekämen. Das Schlimmste passierte aber zum Glück doch nicht. Obwohl ein paar von diesen Militärbösewichtern mit dem Gedanken spielten, die Superbombe auf die Menschen zu werfen. Aber es drückte dann doch keiner auf den Knopf, denn es gab schlimmere Waffen. Man musste nur noch dahinter kommen, wie man sie einsetzt. Was? SARS gab es gar nicht? Nein. Es waren nur Fälle zusammenhangloser Atemwegsinfektionen. Ich kam schnell dahinter, dass es keinen übereinstimmenden Krankheitsverlauf gab. Also habe ich meinen Bericht geschrieben und bin in einer Woche... wurde meine Forschung vernichtet, ich wurde diskreditiert und... gefeuert. Das war alles mal ganz anders, weißt du? Vor 10 Jahren, vor dieser Isolation, brach in Tokio eine schlimme Krankheit aus. Wer sich infizierte, bekam sofort Fieber. Die Sterblichkeit war extrem hoch. Niemand wusste, woher die Krankheit kam und wie sie sich verbreitete. Dann begann ein Impfprogramm. Jeder von uns musste sich impfen lassen. Today's the day to get your drug 2 inoculation of the nationwide standardized inoculation program. Please do not fail to receive your inoculation at the facility nearest you. For your own health and safety, you must carry your certificate of inoculation showing proof of participation in the program. Otherwise, your activities will be restricted. Yes? Pardon me, miss. Aber die Regierung hatte die Krankheit eigentlich selber verursacht. Und die Impfung, die wir alle bekommen haben, war in Wirklichkeit ein Cybervirus von Daiwa. Das war der Beginn unseres Untergangs. Jede Zelle des menschlichen Körpers wurde von diesem Virus in Besitz genommen und in Biometall umgewandelt. So wurde langsam aber sicher jede Zelle des menschlichen Körpers zu einem Teil einer Maschine. Man fing an, mit Genen herum zu manipulieren. Die Menschen sollten widerstandsfähig werden gegen schlimme Krankheiten. Man behauptete, man wolle nur Gutes tun, aber das war eine Lüge. Es dauerte nicht lange, da begann man das Geschlecht, die Augenfarbe, die Größe, ja sogar die Intelligenz eines Kindes auszusuchen, wie in einem Versandhauskatalog. Diese Forschungen waren natürlich alle streng geheim. Die Sportler sahen aus wie Möbelpacker und die Mädchen wie Marzipanpüppchen. Manche sahen aus, als hätten sie sich grün und blau geärgert. Und als man dann ein Super-Doppelgenie gezüchtet hatte, wollte jeder es haben. Denn die, die die Macht hatten, wollten sich die Supergene sichern. Das ist doch Logo, oder? Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind ein Volk von Versuchskaninchen geworden. Ganz Japan ist ein riesiges Versuchslabor. Das Gehirn wird mit neuen Informationen überschrieben. Der Mensch wird ein Android. Und gehorcht nur noch Daiwa-Befehlen. In manchen Menschen geht der Prozess schneller voran. Andere behalten länger ihre menschlichen Eigenschaften. Oder was davon noch übrig ist. Philipp, du sagst, es verhindert die menschliche Fortpflanzung. Wir wollen doch die Menschheit nicht auslöschen. Wir setzen ein Placebo ein, das heißt 5-8% werden fruchtbar bleiben. Und wem geben wir dieses Placebo? Es gibt gewisse genetische Eigenschaften, die unbestreitbar vorteilhaft sind. Ich habe eine Gruppe von Menschen eingesetzt, die genetisch stärker sind. Eine Gruppe? Meinen Sie eine Rasse? Kaum hatten wir Deutschland besiegt, erschienen am Himmel über Amerika neue Bedrohungen. Angezogen durch die neueste Waffe, die Wasserstoffbombe. Explosionen als Signale, die außerirdische Lebensformen durch Wurmlöcher anzogen, in Raumschiffen mit elektrogravitatorischem Antrieb. Hochentwickelte außerirdische Spezies besuchten uns. Besorgt um die Menschheit und unsere drohende Selbstzerstörung, die sie dadurch verhinderten, dass sie sich selbst opferten. Beim Absturz in Roswell oder wichtiger noch an Orten wie Aztec. Die Führer der Welt schlossen geheime Abkommen über Studien von Alien-Technologie und Biochemie. Es gab geheime Untersuchungen in Militäreinrichtungen wie S-Fork, Room Lake, Wright-Patterson und Dulcey. Nach der Entnahme von Aliengewebe wurden nach groß inszenierten Entführungen Tests an ahnungslosen Menschen durchgeführt. Und das mit Hilfe von Alien-Technologie aus den abgestürzten UFOs. Inklusive menschlicher Hybridisierung durch Genediting und Implantation von Alien-Embryonen.
Warum so etwas tun und dann lügen? Unsere eigene Regierung. Die Regierung lügt routinemäßig aus politischen Gründen das Tuskegee-Experiment mit Farbigen in den 30ern. Henrietta Lacks. Ich lehne alle Regierungsformen ab. Aber irgendjemand muss doch herrschen. Und ich hasse das Wort herrschen. Nun, wenn du das Wort herrschen hast, nenne es halt Führung. Führungsanspruch führt zu politischer Macht. Und politische Macht ist die offizielle Form der Unterdrückung der Menschheit. Was ist eine Nation? Eine Organisationsform zum Schutz ihrer Bürger. Eine Organisationsform zur Profitmaximierung dagegen nennt sich GmbH. Deutschland ist keine Nation. Deutschland ist eine GmbH. Und wissen Sie, was in der Zukunft passieren wird? Oh nein, das weiß ich nicht. Auch nicht, wenn Sie sich konzentrieren? Sie haben keine Vision? Nein. Das ist schade. Es ist nicht immer lustig, etwas im Voraus zu wissen. Ach, ich würde es so gerne. Fragen Sie doch die Jungen. Ich bin eine Null in diesen Dingen. Nach dem Industriezeitalter gab es bei uns große Prozesse und Boykotts. Prozesse? Alle Produzenten von Produkten, die schädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen waren, wurden des Völkermordes und des Verbrechens am Planeten schuldig gesprochen. Und das waren? Die Lebensmittelindustrie, die Chemiekonzerne, Fabrikanten von Waffen, Tabak, Alkohol, die Pharma- und Atomindustrie, Automobilhersteller, Architekten, viele Ärzte und Politiker, die alles zuließen, um sich zu bereichern. Da kommt was zusammen. Es entstand ein Bürgerkrieg, dann folgte der Boykott. Der Boykott? Alles, was schädlich für das Leben war, wurde nicht mehr gekauft. Kam auf den Sperrmüll. Das war die Lösung. Keine Käufer, keine Produktion. Armee und Polizei konnten nichts gegen den Boykott tun. Nichts ging mehr ohne Computer. Guten Tag 7312. Ihre Wochenproduktivität lag 17% unter der Norm. Ja, ich weiß, aber ich konnte nicht kommen. Es ging mir schlecht, ich war krank, ich kann nichts dafür. Wenn Sie die Norm nicht wieder einholen, werden alle anderen Leistungen, wie zum Beispiel Kleidung und Vergnügungen, ebenfalls um 17% reduziert. Die Hochzeitskurse hat den kritischen Punkt von 7% erreicht. Allgemeiner Hochzeitsstopp. In 7 Monaten und 14 Tagen wird sich die Lage wieder normalisiert haben. Dann können Sie es ja nochmal versuchen. Guten Morgen. Dies ist Ihr Weckruf. Im Jahr 2021. Die Informationsübertragung ist nicht mehr sicher. Telefone, Computer und Satelliten werden überwacht. Doch es gibt eine Lösung. Ihre Speicherkapazität. Ich kann 80 GB Daten aufnehmen. Daten direkt einspeichern in das Gehirn eines menschlichen Kuriers, wie Johnny Mnemonic. Input. Ich will dir sagen, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst. Aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Gehorche. Eine Regierung versteckt und hortet Alien-Technologie seit 70 Jahren. Vernichtet Menschenleben und die Zukunft des Planeten. Getrieben nicht nur von Profitgier, sondern von einem viel größeren Ziel. Der Übernahme Amerikas. Und dann der ganzen Welt. Koste es, was es wolle, egal wie brutal oder grausam oder effizient. Durch extreme Dürren als Folge von Wetterkriegen, die heimlich mit Luftschadstoffen und elektromagnetischen Wellen in großer Höhe geführt werden. Eine weitere, vielleicht noch schlimmere Gefahr drohte von den Leuten, die das Wetter gemacht haben. Sie konnten mit schrecklich großen Satellitenmaschinen bestimmen, wo die Sonne zu scheinen hatte oder wo es regnen sollte oder hageln. Unglaublich, habe ich recht. In einem Dauerkriegszustand wird es Problemszenarien geben, um die amerikanische Bevölkerung im eigenen Land abzulenken, aufzuwiegeln oder zu versklaven. Gesetze wie der Patriot Act und der National Defense Authorization Act beschneiden die Verfassung im Namen der nationalen Sicherheit. Militarisierung von Polizeikräften in ganz Amerika. Errichtung von Gefangenenlagern durch die Federal Emergency Management Agency ohne Angabe von Gründen. Übernahme von Lebens- und Arzneimittelproduktion, dem Gesundheitssystem, sogar dem Militär. Die Leute werden heimlich gemästet, verblödet, krank gemacht und kontrolliert. Eine Bevölkerung, die nur noch von Konsum gelenkt wird. Und ich ermuntere Sie, mehr einkaufen zu gehen. Eine Regierung, die Telefone abhört, Daten sammelt und uns jederzeit orten kann, völlig ungestraft. Eine Regierung, die mit diesen Daten gegen uns vorgeht, wenn sie zuschlägt. Die finale Übernahme ist eingeläutet.
Aber dann kam es richtig deftig. Die Nordgruppe, die gerade an der Regierung war, wollte der Südgruppe, die in der Opposition war, eine Lektion erteilen. Sie schaltete ihnen das Sonnenlicht ab und kippte eimerweise Regen über sie. Aber die Erde ist ein empfindlicher Planet und ihr ökologisches System geriet dadurch durcheinander. Und das passiert, während wir hier sitzen? Es passiert bereits überall. Das nächste Unglück ist nah. Und das wahrscheinlich an einem Freitag. Die Banken werden verkünden, dass sie aus Sicherheitsgründen ihre Computer das ganze Wochenende ausschalten. Digitales Geld wird verschwinden. Die stehlen einfach unser Geld? Gefolgt von der Detonation elektromagnetischer Pulsbomben, um wichtige Netzwerke abzuschalten. Als wäre es ein Angriff auf Amerika durch Terroristen oder Russland. Oder eine vorgetäuschte Alien-Invasion mit UFO-Nachbauten, die schon existieren und eingesetzt werden. Eine Alien-Invasion der USA. 47 haben es die Russen versucht. Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst. Oder in die Kirche. Und wenn du deine Steuern zahlst. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Janus besteht aus einem Protein und einer Aminosäure. Jedes für sich allein ist harmlos. Gelangen sie jedoch zusammen in den menschlichen Organismus, agieren sie als genetischer Trigger, der die Chromosomenteilung verhindert. Die angegriffene Zelle kann sich nicht mehr vervielfältigen und wird dadurch nutzlos. Die Veränderung ist endgültig und vererblich. Posaunenhallen, die Werte der Gesellschaft fallen. Die Gerechtigkeit zieht blank. Die Gesunden sind jetzt krank. Wir sind nicht abvollziehbar. Wir haben die Unfälle haben wir auch als etwas kompletteren Schutz. Die zweiteiligen PVC-Schutzanzüge, die in Verbindung mit einer Gesichtsmaske zu tragen sind. Denn wie Sie wissen, können ja die Viren durch die Schleimhäute der Augen in unseren Körper gelangen. Und welche Zellen werden angegriffen? Jene, die Fruchtbarkeit steuern, Blackie. Der Zweck von Janus ist es, zu sterilisieren. Der Zweck von Janus ist die weitgehende Sterilisation der gesamten Menschheit. Jedwede Art von Säuger auf diesem Planeten entwickelt instinktiv ein natürliches Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Ihr Menschen aber tut dies nicht. Ihr zieht in ein bestimmtes Gebiet und vermehrt euch, bis alle natürlichen Ressourcen erschöpft sind. Und der einzige Weg zu überleben ist die Ausbreitung auf ein anderes Gebiet. Es gibt noch einen Organismus auf diesem Planeten, der genauso verfährt. Wissen Sie welcher? Das Virus. Der Mensch ist eine Krankheit. Das Geschwür dieses Planeten. Ihr seid wie die Pest. Und wir sind die Heilung. Kaufe. Sieh fern. Keine Gedanken. Schlaf weiter. Unterwirf dich. Hiermit eröffne ich das große Geheimtreffen der Medienimperien Amerikas. Wir sind hier, um die nächste schwachsinnige, gefakte Krise zu erfinden, die die Amerikaner wieder in ihre dunklen Zimmer zwingt, gefesselt an den Fernseher und zu ängstlich die Werbeblöcke zu überspringen. Also ich finde... NBC, Sie sind hier, um zuzuhören und nicht um zu sprechen. Ich bin für die gute alte Gesundheitspanik. Eine neue Krankheit. Niemand ist immun. Das ist wie 9-11, aber statt der Terroristen ist es eine Epidemie und statt dem 11. September ist es immer. Das ist grandios. Ich bin ungern derjenige, der das blockiert, was alle toll finden. Er ist wahnsinnig gern derjenige. Aber Janice, wir haben unsere Prinzipien. Wir können nicht einfach eine Krankheit erfinden. Wenn wir moralisch integer sein wollen, müssen wir die Menschheit mit einem tödlichen Virus infizieren. Wir hätten da was in petto, aber es ist noch nicht getestet worden. NBC, kommen Sie her. Wir glauben an die Notwendigkeit von Tests, aber... Wow.
Wow, großartig! Ja. Gut, unsere tödliche Krankheit hätten wir. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendeiner Sache anhängen, die bereits in jedem Haushalt ist und wovor die Menschen jetzt schon etwas Angst haben. Die neue Hauskatzengrippe ist im Anmarsch. Die Zentrale für Seuchenfehlinformation sagt mit einer ungewissen Wahrscheinlichkeit voraus, dass die Hauskatzengrippe sich vielleicht hypothetisch so verbreiten wird. Also Vorsicht, das warme Fellknäuel auf Ihrem Schoß kann vielleicht schon bald zu einer tödlichen Gefahr für Sie werden. Die Bürger von Springfield sollen sich bei folgenden Symptomen für weitere Informationen bereithalten. Etwas Durst, gelegentlicher Hunger, Müdigkeit am Abend. Wie schmeckt denn das Eis, Kinder? Herrlich! Wer ist reif für ein Kätzchen? Hier, ich bitte. Ich will es aus Baumwolle. Hier, Achtung! Dieser ganze Morgen war einfach wunderbar. Zu wunderbar. Du hast recht, damit reicht's. Die verkaufen uns als Crash-Test-Dummies. Lass es bitte ein Volvo sein. Ach, ihr Kinder seid absolut zu misstrauisch. Es ist soweit. Impfungstag. Willkommen in der Hell, Man Avenue Medical Plaza. Kinder, ihr solltet dankbar sein, in einem Land zu leben, wo Kinderkrankheiten praktisch... Au! Karate! Au! Ja. Bah, dieses Landstreicherskelett ist kein Spielzeug. Das ist doch lächerlich. Nur Babys und Ex-Junkies haben Angst vor Nadeln. Stechen Sie mich, Lachsack. Darf ich einen Lutscher haben? So, dann bleibt uns nur noch Bart. Maggie nicht vergessen. Die habe ich schon, als sie sich abgewendet haben. Das war gut. Nun, Bart, sieh mal aus dem Fenster. Das lenkt dich vom Schmerz ab. Kinderfriedhof. Und wenn's vorbei ist, ich habe noch mehr Lutscher. Nein, danke. Ich habe mich schon selbst bedient. Dann bis später, Impfstoffvertreter. Schnell, Junge. Wir müssen alles verbrennen, was die Katze berührt hat, bevor das Virus uns paranoid macht. Homer! Weg mit den Streichhölzern! Es gibt jetzt einen Impfstoff. Na schön, dann lassen wir uns impfen. Homer, hast du gewusst, dass er in dem Haufen war? Ich habe ihn für ein altes Kleiderbündel gehalten. Keine Sorge, Leute. Wir haben genügend Impfstoff für... ein Kind pro Familie. Ich habe nicht mal ein Kind, zu dem ich mich nutzen Sie die Zeit beim Anstehen, um Sophies Entscheidung für eins ihrer Kinder zu treffen. Das ist doch kriminell! Nicht traurig sein, meine Mom darf mir nicht mal die Zehennägel schneiden. Ich glaube, du bist einfach zu klug für mich, Bart. Was? Danke, Barney. Mo, wir brauchen Sie nicht. Es hat viel Spaß gemacht, Sie zu spielen, Dr. Hibbert. Ach, übrigens, Sie sind in der Bibliothek nicht mehr unbedingt willkommen. Tut mir leid. Na siehst du, das war doch halb so schlimm, Bart. Manchmal ist die Furcht vor etwas... Moment, da stimmt was nicht. Oh, ich kann nichts hören. Doktor, stellen Sie eine Diagnose. Durch die Impfung sind seine Gehörgänge angeschwollen und verschlossen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um über die Nebenwirkungen zu sprechen. Nach einem Tag kann der Junge wieder hören. Wenn nicht, rufen Sie mich auf den Bahamas an. Zurzeit kann er sich mit diesem Geschenkstift verständlich machen. Cool. Hey, aufmachen! Ein Notfall! Leben oder Tod steht vor der Tür! Nur Ruhe, Mann! Hey, Ottomane, du arbeitest hier? Na klar. Tagsüber sind meine Freunde alle in der Schule und da habe ich einen Job angenommen, als geprüfter Blutablasser. Dann bringen wir die Nummer mal über die Bühne. Okay, ich wasche mir nur noch die Pfoten. I wanna wash my hands. Tapferer kleiner Bart. Wen soll ich zuerst umarmen? Den Jungen. Es ist alles fertig für die Transfusion. Smithers, ich werde das nicht überleben. Ich diktiere Ihnen jetzt eine Grabinschrift. Ja, bitte, ich höre. Charles Montgomery Burns. Amerikaner. Amerikanischer Patriot. Herrscher über das Atom.
Geißel des Despoten. O Tyrann, vernimm meinen mächtigen Namen und erbebe! Smithers, ich bin wieder da! Einen wunderschönen guten Morgen euch allen! Seht mal, wer wieder da ist! Der gute alte Sie! Mr. Burns? Hey, Sie da, Mr. mit den braunen Schuhen. Was macht der hiesige Sportverein? Mr. Burns ist gesund. Jackpot! Ach, ja. Hey, Karumba! Ja, so wird das gespielt, Hasta Mañana, Oswaldo. Smithers, ich bin wieder ganz der Alte, voller Saft und Kraft. Höchst bemerkenswert, Sir. Wissen Sie, es ist komisch, Smithers. Ich habe jede Tinktur, jede Packung, jedes Tonikum, jede Patentmedizin probiert. Dabei war das Einzige, was ich brauchte, das frische Blut eines Knaben. Alle unsere gefiederten Freunde leben glücklich und zufrieden, was ja auch kein Wunder ist hinter einem so hohen, stabilen Zaun, der sie beschützt. Wieso springt er nicht einfach rüber und bedient sich? Ist ihm etwa der Zaun zu hoch? Liegt es an dem kräftigen Schloss? Oder an der Schrotflinte des Bauern? Ha! Ich bin doch nicht umsonst ein Fuchs. Es gibt mehrere Methoden, einen Huhn zu rupfen. Psychologie. Warum soll ich nur eins kriegen, wenn ich alles schnappen kann? Zitat: Um die Masse zu manipulieren, muss man bei dem Dümmsten ansetzen. Zitat Ende. Zitat: Untergrabe das Vertrauen in ihre Anführer. Zitat Ende. Zitat: Durch Schmeicheleien schafft man es, dass sich unbedeutende Leute für eine Führungspersönlichkeit halten. Zitat Ende. Psst. Lauft in die Höhle. Oh, oh ja, genau, in die Höhle. In die Höhle. Es ist angerichtet. Hey, Moment mal, so läuft das nicht. In meinem Buch endet die Geschichte anders. Ach ja? Du darfst nicht alles glauben, was du liest, mein Freund. Charter City ist überwältigt von der überraschenden Auslieferung von Rook Unlimiteds bestem Gerät aller Zeiten. Dem SmartMark. Werfen Sie Ihre anderen Geräte weg, denn das SmartMark ist nicht nur ein Telefon, es ist ein Teil von Ihnen. Sie können damit bezahlen, Reisen buchen und sogar Videos drehen. Ausgabestellen gibt es überall in der Stadt. Und auch wenn die Schlangen lang sind, für das Rook Unlimited SmartMark lohnt sich das Warten. Ich wusste nicht, dass man sich durch Technik so wundervoll fühlen kann. Das SmartMark hat Ordnung in mein Leben gebracht. Und das Beste ist, es ist absolut kostenfrei. Ein kleines Dankeschön für unsere Stadt von Rook Unlimited. Yeah! 23% der Bevölkerung hat jetzt ein SmartMark Nummer 1. Zeit für einen Systemtest Nummer 6. Die Flexfighter sind irgendwo da draußen. Du kommst wirklich aus 2009? Ich fürchte ja. Ich gebe dir einen Tipp. Solltest du hier zurückkommen, horte Toilettenpapier. Hast du verstanden? Horte es. So, als wäre es aus Gold gemacht. Es ist wertvoll. Danke, Chuck. Oh, du wirst es mir danken. Denk an meine Worte. Ich bitte euch, Freunde, keine Panik. Das geschieht immer, wenn der Dollar ein bisschen fällt. Scheiß Spekulanten! Ich weiß natürlich, was einige von euch jetzt denken. Der Tag sei gekommen, an dem wir alle baden gehen und so weiter und so weiter. Die Tatsachen strafen solche Hirngespinste Lügen. Ohne euer Majestät widersprechen zu wollen, aber man könnte aus den Tatsachen auch schließen, wir sinken. Oh nein, nein, lieber Freund, diese Schlussfolgerung scheint mir doch sehr gewagt. Ja. Was auch immer passieren mag, eines ist gewiss. Atlantis West wird nicht sinken. Lasst mich bitte die schöne Sitte pflegen, dem König nach dem Mund zu reden. Oh, das Volk wäre entzückt, nicht wahr? Ja, denn die Meinungsfreiheit, die wir meinen, ist frei von jeder... Breit sie sich, wer kann! West Atlantis geht unter! Eine sehr gewagte Interpretation der Tatsachen. Wir sind unsinkbar, wie die Titanic. Aber es sinkt, das seht ihr ja! Ich habe bereits einen Untersuchungsausschuss unter Vorsitz des Kanzlers berufen, der amtlich feststellen wird, was hier vorgeht. In der Zwischenzeit sollten wir ein fröhliches Lied geben. Wir sind sinken nicht. Ich glaube, es geht wieder bergauf. Woran seht ihr das? Oh. Schon gut, es ist alles in Ordnung. Vater, ihr sinkt! Schnell, kommt an Bord! Vielen Dank. Was haltet ihr euch eigentlich? Panikmacher! Kommt doch endlich her! Lasst uns in Ruhe! Ja, lass hier in Ruhe! Atlantis West geht unter! Eins merke dir, mein liebes Kind, die westlichen Notenbanken werden intervenieren und den Dollar stützen. Besonders die Bundesbank lässt uns nicht...
Eintrag. Zeitstromspeicherzelle, Injektion und Terminierung. Versuch Nummer 32. Injektion in Objekt 1 bis 3. Und jetzt Eliminierungsversuch, Objekt 1 bis 3. Wir haben Gehirnmassezersetzung bei Objekt 1 und 2 und 3. Ich glaube, wir haben einen Volltreffer. Die Verbindung dieser Koronalisotope erlaubt uns, die Eliminierung zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft zu aktivieren. Die Ausgangssperre tritt jetzt in Kraft. Niemand darf seine Wohnung verlassen. Wir steuern auf die 213. Woche des Lockdowns zu. Eine grauenvolle neue Realität. COVID-23 ist mutiert. Startet thermalen Scan. Temperatur normal. Laut neuesten Erkenntnissen greift das Virus die Hirnhaut an. Runter auf die Knie! Hey, wartet, ich bin immun! Auf die Knie, los! Ich bin immun! Die weltweite Sterberate liegt bei 110 Millionen. Alle infizierten Bürger wurden in Quarantänelager zwangsverlegt. Ist das Tod durch Überdosis Zahnpasta? Selbstverständlich, bei fluoridhaltiger Zahnpasta. Auf den Tuben wird gewarnt. Bei Verschlucken kontaktieren Sie unverzüglich den Giftnotruf. Ich habe gesunde Zähne. Im Ernst? Wie viel Fluorid reicht, um einen Menschen umzubringen? Kommt auf die Person an. Bei einer Frau 50 Kilo. Mit einem fortgeschrittenen Magengeschwür. Dann würde es schneller in Ihren Organismus gelangen. Die MLD, mittlere letale Dosis, ist 5 Milligramm pro Kilogramm vom Körpergewicht. Eine normale Zahnpastatube enthält 170 Gramm. 0,25% davon sind Fluoride, also 170 mal 0,25, 425. Und sie wiegt 50 Kilogramm, heißt also... Ja, also sie bräuchte 250 Milligramm als tödliche Dosis. Und wenn schon 425 Milligramm in einer Tube sind... Dann würde eine Tube genügen? Ja, wenn sie alles geschluckt hat und sich nicht dabei erbricht. Das heißt, mit Sicherheit würden zwei Tuben das Ende bedeuten. Das würde zu einer, so wie ich es nenne, Geisterbahn der Symptome führen. Schlimmste Muskelkrämpfe, gefolgt von verminderter Herzfrequenz und sinkendem Blutdruck, dann verlangsamte Atmung und Eintritt des Todes. Tod mittels Zahnpasta. Wenn ich Ihnen sagen würde, eine unvorstellbar große Macht sei im Begriff, die Erde zu zerstören, was würden Sie tun? Ich benachrichtige den Kongress und... Ich würde die Staatsmänner aller Nationen zu Rate ziehen. Freunde und Feinde? Natürlich. Sie sprechen von der Zerstörung der Welt. Wir müssen alle zusammenhalten, um das zu verhindern. Sie ist bereits hier. Was ist bereits hier? Die Macht, die unsere Erde zerstört. Es gibt sie schon seit geraumer Zeit und sie wird immer stärker. Sie sind sich absolut sicher? Ja, absolut sicher. Großer Gott, woher kommen Sie bloß? Von hier. Von der Erde. Wir sind die Macht, die Erde zerstört. Wir haben aus den Fehlern gelernt, man darf mit der Erde nicht spielen. Die Menschen werden entweder menschlich bleiben oder untergehen. Aber es wird doch immer Verrückte geben, Meister, die von Kämpfen und Eroberungen träumen. Verrückte? Die muss man dann eben aus dem Verkehr ziehen, damit sie keinen Schaden anrichten. Wie ihr seht, sind wir wieder zu den einfachen Dingen zurückgekehrt, wie im 20. Jahrhundert. Ach, wenn die Menschheit doch damals ein bisschen vernünftiger gewesen wäre. Lasst uns zusammenstehen! Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher! Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben!
Lasst uns diese Ketten sprengen! Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt! Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt! Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt! Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz! Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen! Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten! Das ist Massenwahnsinn, ihr Verrückten! Im Namen Gottes, ihr Menschen seid die Realität. Wir sind die Illusion. Also schaltet eure Fernseher aus. Schaltet sie aus. Schaltet sie auf der Stelle aus. Dreht sie ab und macht sie nicht wieder an. Dreht sie ab mitten im Satz, den ich jetzt sage. Habt ihr verstanden? Dreht die Apparate ab. Hände waschen und Maske tragen. Also, ihr wisst schon Bescheid. Abschalten.